Servus meine Freunde, ich bin's wieder, euer Mittmann Live. Heute haben wir, glaube ich, den 6. oder 7. Den 7. Juli. Und heute gab es das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich. Was glaubt ihr, wer gewonnen hat? Hört ihr gerade irgendwas in Leonberg? Kennt ihr noch die alten Videos, was wir da hatten? Wo die Straßen immer voll waren, wo alle rumgehupt haben und so weiter. Und da hat Deutschland gewonnen gehabt. Und jetzt, leider Gottes, hat unsere Mannschaft leider nicht so toll gespielt. Okay, die Franzosen waren auf jeden Fall überlegen. Franzosen waren super, haben super gespielt. Traurig natürlich für unsere Nationalmannschaft. Schade für die Jungs, schade für Deutschland. Aber wir haben das Halbfinale erreicht. Und schaut euch mal jetzt die Straßen an von Leonberg, wie die jetzt aussehen. Ihr kennt ja die anderen Videos, oder ihr könnt mal reingucken, wie die anderen Videos aussahen. Aber so sieht jetzt gerade Leonberg aus. Jawohl, guck mal. Die Straßen, die sind leer. Man sieht keine Polizei, keine Menschenseele, gar nichts. Nur ein paar Fahrzeuge hupen rum. Wahrscheinlich sind es genauso Deutsche oder wir Deutsche, die halt ein bisschen rumhupen wollten heute. Aber leider, 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 Leute, was soll ich dazu nur sagen? Wir haben es leider nicht geschafft. Aber das Leben geht weiter und die Weltmeisterschaft in 2 Jahren in Russland oder egal wo es stattfinden wird, werden wir holen. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.